Hallo, mein Name ist Inga Wingerova, ich bin Gründerin des Unternehmens Endlich wieder frei. Ich bin psychologische Beraterin und arbeite mit Menschen, die Depressionen, Angststörungen, Panikattacken, Selbsthass, Minderwertigkeitskomplexe haben oder auch Suchtprobleme zum Beispiel. Und in diesem Video möchte ich dir erklären, was ist das wichtigste Kriterium, um festzustellen, ob man ein Suchtproblem hat oder nicht? Denn viele Menschen tatsächlich gerne feiern, also die lieben es, was zu trinken und zu feiern und dabei trotzdem kein Alkoholproblem haben. Ja, es gibt tatsächlich so einen Unterschied. Feiern lieben viele Menschen, klar, das gehört zum Leben irgendwie, aber einige können ihren Konsum praktisch kontrollieren und die anderen nicht. Wenn du jetzt sagst, weißt du Inga, ich jedes Mal, wenn ich auf eine Party gehe, dann sage ich mir, ich trinke nur 2 Gläser und dann nicht mehr, nichts mehr und ich kann das auch kontrollieren, dann kannst du dieses Video jetzt schon beenden. Du hast dieses Problem nicht. Ja, in diesem Video geht es eigentlich um die Menschen, die das nicht kontrollieren können. Und dabei ist völlig egal, ob du alleine oder in der Gesellschaft trinkst. Völlig egal, ob du Wodka, Cognac oder Rum, wie der Johnny Depp in dem Film über Piraten der Karibik trinkst oder nur Sekt oder Champagner oder sonst was. Und es spielt auch keine Rolle, ob du Wodka oder Wein verdünnst. Ja, viele sagen, ach, ich trinke Sangria. Mein Gott, was für ein Zeug. Übrigens, Spanier trinken keine Sangria. Ja? Okay. Manche verdünnen sogar Sangria und denken, dass sie überhaupt kein Problem haben. Es spielt überhaupt keine Rolle, welches Getränk du zu dir nimmst. Es spielt auch keine Rolle, wie du aussiehst. Du kannst super toll aussehen, elegant gekleidet sein, vielleicht sehr hübsch sein, vielleicht sogar ein Model sein, ja, sogar beruflich ein Model sein. Und du musst dabei gar nicht unter einer Brücke liegen, ja, um dieses Problem zu haben. Es ist völlig egal, welche gesellschaftliche Position du hast. Oder allgemein ein Mensch hat. Ein Mensch, der trinkt. Ja. Es kann ein Chefarzt sein, es kann ein Manager sein, es kann ein Superstar sein, ein Leistungssportler sein. Es kann alles Mögliche sein. Es spielt überhaupt keine Rolle, wer du bist. Es spielt keine Rolle, wie du aussiehst. Es spielt überhaupt keine Rolle, was du verdienst. Es gibt Millionäre, die Alkoholiker sind, die ein Problem haben. Ich mag das Wort Alkoholiker nicht, weil das nicht stimmt. So stimmt es nicht. Aber es gibt Millionäre, die wirklich ein Suchtproblem haben, ein Alkoholproblem haben, trotz Millionen, trotz viel Geld. Und diese Sachen, diese Kriterien sind keine Kriterien für ein Alkoholproblem. Habe ich ein Problem oder habe ich keins? Es gibt nur ein einziges Kriterium, nach dem man feststellen kann, ob man ein Suchtproblem hat oder nicht. Und das ist der Kontrollverlust. Wenn du zum Beispiel sagst, ich gehe auf eine bestimmte Party und trinke nur 2 Gläser Wein und nach 2 Gläsern Wein sagst du, stopp, ich habe ja mit mir ausgemacht, ich trinke nur 2 Gläser. Jetzt habe ich die 2 Gläser, das ist gut, die Party war super, jetzt ist Cut, Schluss, ich gehe nach Hause. Dann hast du überhaupt kein Problem. Aber wenn du statt 2 Gläser vielleicht 2 Flaschen trinkst oder sogar 3 Gläser, 4 Gläser trinkst, du am nächsten Tag krank bist und keine Bremse hast, dann hast du ein Problem. Und dazu möchte ich sagen,
dass es wohl passieren kann, dass du an einem bestimmten Tag die Kontrolle doch hast. Zum Beispiel morgen hast du ein Vorstellungsgespräch oder musst arbeiten, dann kann es passieren, dass du deinen Konsum kontrollieren kannst. Aber das ist jetzt eine Ausnahme, denn auf der nächsten Party wirst du dir wieder die Kante geben und du wirst wieder die Kontrolle verlieren und am nächsten Tag krank sein und dich vielleicht krank schreiben lassen. Und das ist das einzige Kriterium. Wenn du zum Beispiel auf drei Partys, auf eine Party doch die Kontrolle behalten konntest und auf zwei Partys nicht, dann hast du ein Suchtproblem. Und hier ist so eine Kreuzung. Menschen, die diese Kontrolle haben, die können auch leicht aufhören. Wenn es sein muss, wenn sie mal krank werden oder Kinder kriegen und so, die können leicht aufhören. Menschen, die ein Problem haben, degradieren sehr, sehr schnell. Das Gehirn baut sehr schnell ab und der Alkohol gewinnt immer mehr, zerstört dich immer mehr und du hast keine Chance. Wenn dieser Schutz, diese Kontrolle nicht da ist, dann wird das sehr schnell gehen, dass dein Leben sehr schnell zu Ende gehen kann. Und das auf eine sehr hässliche Weise. Hässlich für dich und für die anderen Menschen. Du wirst in keine Würde dein Leben beenden können. Aber jetzt kommen wir zu den Ursachen auch noch. Nur eine normale Psyche hat diesen Schutz, denn diese Kontrolle über den Konsum ist ein natürlicher Schutz. Ja? Der müsste drinnen sein. Aber es ist etwas passiert in deinem Leben, warum dieser Schutz rausgeflogen ist, warum dieser Schutz nicht mehr da ist. Vielleicht hast du was erlebt. Irgendwo war für deine Psyche, für dein Gehirn etwas zu viel. Und dann kam es zu solchen Veränderungen, dass du diesen Schutz nicht mehr drinnen hast. Oder vielleicht waren deine Eltern selber süchtige Menschen, deine Großeltern und so weiter. Dann hast du das schon praktisch von denen geerbt, das Gehirn ohne Kontrolle über diese Sucht. In beiden Fällen ist es absolut egal, hast du ein Problem und du hast keine andere Chance als einfach aufhören. Und das ist gut so dann, denn egal wie viel man trinkt, Alkohol ist immer schädlich, Alkohol ist immer Gift. Ob du wenig trinkst oder viel trinkst, es ist trotzdem ein Gift. Deswegen sei eigentlich froh, wenn du jetzt diesen Konsum beenden musst, damit du nicht komplett degradierst und wirklich nicht ganz unten landest. Und wenn du deine Sucht endlich beendet hast, dann schau unbedingt, was sind die Ursachen, warum ist das passiert. Geh an diese Themen ran. Das ist sehr wichtig, dass du diese Ursachen alle bereinigst, dass du ganz frei wirst. Sonst kann passieren, dass du eine Suchtverlagerung erlebst. Ja? Du hast aufgehört zu trinken, dann fängst du an zu rauchen oder fängst du an Süßigkeiten zu essen, wirst zuckersüchtig, wirst kaufsüchtig, wirst Schönheitsoperationssüchtig, ja, computersüchtig. Da gibt es so viele Varianten und die Sucht springt sofort von einem Thema zum anderen, wenn die Ursache für diese Sucht nicht gelöst ist. Es ist sehr wichtig, an die Ursache ran zu gehen. Warum ist dieser Schutz in deinem Gehirn nicht mehr drinnen? So, nimm dein Leben in deine Hand. Wenn du Hilfe brauchst, hast du unten alle Links, wie du mit mir den Kontakt aufnehmen kannst. Ich habe sehr viele Möglichkeiten, dir bei diesem Problem zu helfen. Genauso wie bei Depressionen, Minderwertigkeitskomplexen und anderen Themen, die dich unfrei und unglücklich machen. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Video. Deine Inga.